Demokratie, Solidarität und vor allen Dingen Frieden, das waren die Ziele der Pariser Charta vor 25 Jahren in Europa. Was ist davon geblieben 25 Jahre später? Manche sorgen sich um Europa. Es gibt tiefe Gräben zwischen den Ländern. Ja, manche sprechen sogar davon, es könnte einen europäischen Krieg geben. Ich möchte darüber sprechen, über diese Lage, die wir im Augenblick erleben und über die Perspektive für Europa mit Hans-Dietrich Genscher, den ich sehr herzlich im Dialog begrüße. Guten Abend. Herr Genscher, eine friedliche Ordnung in Europa, das sollte diese Pariser Charta bringen. Wenn wir uns heute die Lage anschauen, ist die gefährlicher, prekärer als je zuvor. Gibt es die Möglichkeit für einen solchen Krieg, den manche schon voraussagen, für Europa? Wenn wir uns dem Problem nähern wollen, mit dem wir heute zu tun haben, lohnt es sich vielleicht, noch einmal an den Tag zurückzugehen, an dem diese Charta in Paris unterzeichnet wurde, und zu fragen, was sollte sie bedeuten? Was sollte sie eigentlich bewirken? Deutschland war über Jahrzehnte geteilt worden. Wenn wir nicht vor 25 Jahren, sondern vor 30 Jahren zusammengesetzt hätten und die Frage wäre gestellt worden, was ist die schwierigste und komplizierste Frage der internationalen Politik, hätte man überall in der Welt gesagt, die deutsche Frage. Aber dann 1989/90 die friedliche Freiheitsrevolution und am Ende die deutsche Vereinigung. Der Abschluss der 2+4-Verhandlungen im September 1990, am 3. Oktober die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands. War das alles? Waren damit alle Probleme Europas nach der Teilung Europas, es war ja nicht nur die Teilung Deutschlands gewesen, sondern auch Europas, bewältigt? Keineswegs. Und deshalb war es wichtig, sich auch darüber zu verständigen, wie soll es weitergehen. Es war vor allem wichtig auch für Gorbatschow, der ja weit entgegengekommen war, bei der deutschen Vereinigung nun auch eine gemeinsame Zielsetzung festzulegen für das Europa der Zukunft. Wir hatten eine wichtige Grundlage, das war die Schlussakte von Helsinki. Aber wie geht es jetzt weiter? Und das steht in dieser Charta von Paris, eines friedlichen, eines kooperativen Europas. Und die sich daraus ergebenden Notwendigkeiten muss man abklopfen. Wurden sie wirklich beachtet? Wurde es wirklich geschaffen? Wurde die Chance genutzt, die es nach Ende des Kalten Krieges gab? Was bedeutet dieses Ende? Das Ende der Teilung Europas natürlich. Und bedeutet das, dass die Teilung Europas beendet ist oder nicht natürlich? Bedeutet es eigentlich nur die Verlegung der Teilungsgrenze nach Osten, das heißt des Einflussgebietes des Westens gegenüber Russland? Das waren fühlbare, wenn auch noch nicht definierbare Probleme, die entstehen würden. Und daraus ergab sich dann auch die Bereitschaft aller Teilnehmerstaaten der KSZE, die ja auch die deutsche Vereinigung abgesegnet hatten, mitzuwirken bei einem solchen Gesamtkonzept für Europa. Und an dessen Umsetzung mangelt es. Und jetzt sind wir dabei zu verhindern, dass sich daraus ein Konfliktpotenzial ergibt, dass die Worte rechtfertigt, die gelegentlich leichtfertig benutzt werden, wie Krieg und Kriegsgefahr, aber dass die Lage ernst ist, dass viele offene Fragen uns Verhältnis belasten, das ist völlig offenkundig. Sie sind einer der Architekten dieser Wiedervereinigung und Sie haben sehr früh natürlich auch mit allen Verantwortlichen überlegt, wenn es eine neue Situation jetzt gibt, ist das ja nicht nur eine neue Situation zwischen der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt ein vereinigtes Deutschland, sondern es gibt auch eine neue Situation in Europa. Es gibt sogar eine neue Situation zwischen Ost und West. Bei all diesen Gesprächen, auch die vor allen Dingen im Vorfeld der Pariser Charta stattgefunden haben, da gibt es immer hohe Sensibilitäten. Da gibt es auch viele Protokollnotizen darüber,
dass vor allen Dingen auch aus der russischen oder von der russischen Seite, von Gorbatschow, immer wieder sehr vorsichtig, also eine Art Drahtseilakt durchgeführt worden ist. Denn man wollte ja auf der anderen Seite nicht, dass man dem Westen zu viel neue Spielräume bietet. Im Gegenteil, der Westen hat sogar gesagt, nein, wir brauchen gar nicht neue Spielräume, wir wollen gar nicht weiter Richtung Osten, zum Beispiel mit der NATO. Ist das eingehalten worden? Dass das nicht gesagt wurde, hat Gorbatschow bestätigt, gibt keinen glaubwürdigeren Zeugen dafür. Er hat, als er im letzten Jahr hier war, ja gesagt, dass es solche Zusagen nicht gab. Das ändert nichts daran, dass die Frage, wie die Gewichte sich verändern, natürlich für alle Beteiligten wichtig war und wichtig ist. Entscheidend war, dass es von allen damals, 1990, doch als ein gesamteuropäischer Friedensschluss betrachtet wurde. Wir hatten keinen Friedensvertrag, wir hatten einen Vertrag, den 2+4-Vertrag, der in Moskau im September von den Außenministern unterzeichnet wurde, aber wir hatten keinen Friedensvertrag. Das sollte es auch seiner ganzen Ausgestaltung nach Auffassung aller Beteiligten nicht sein. Und nun ging es darum, wie wird sich Europa weiterentwickeln. Natürlich wird es so sein, dass ein Teil der europäischen Staaten Mitglied der Europäischen Union zum Beispiel sind, dass es aber nicht alle sein werden. Dass das gilt, was in der Schlussakte von Helsinki geschrieben ist, nämlich, dass jedes Land das Recht hat, sich einem Verteidigungsbündnis anzuschließen. Das waren Selbstverständlichkeiten, aber hat man nun die Möglichkeiten genutzt? Denn alles das, worüber wir hier reden, geht sozusagen unter dem Stichwort Europa. In Wahrheit hat sich ja nicht nur Europa verändert mit dem Ende des Kalten Krieges, sondern wir sind eingetreten in eine neue Ordnung, eine neue Weltordnung. Das Schlagwort Globalisierung drückt das nur unvollkommen aus. Eine Weltordnung nämlich, in der die eine Weltnachbarschaftsordnung ist. Das heißt, wenn ich früher davon sprach, mein Nachbarstaat, dann meinte ich ein Land, mit dem ich eine gemeinsame Grenze habe. Heute ist im Sinne der gegenseitigen Betroffenheit, im Guten und im Schlechten, eine Weltnachbarschaftsordnung entstanden. Erinnern Sie sich an die Zeit der amerikanischen Hypothekenkrise. Das brachte Verwerfungen, die durchgeschlagen haben, bis ins letzte Dorf in Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwo in Afrika oder irgendwo in Asien. Das heißt, in dieser neuen Weltordnung, die eine Weltnachbarschaftsordnung ist, ist alles, was jemand tut, was ein Land tut, auch mit Wirkung auf andere. Das schafft neue Verantwortlichkeiten. Hinzu kommt der Eintritt in eine Informationsgesellschaft, die jegliches Wissen zu jeder Zeit, an jeder Stelle verfügbar macht, was auch für die Meinungsbildung der Völker eine wichtige Rolle spielt. Früher war ein wichtiges Instrument der Diktatoren in der Bevormundung der Bevölkerung, die Zuteilung sozusagen der Information. Das gibt es heute nicht mehr. Das Informationsmonopol der Herrschenden ist weg. Und wir haben eine Weltbevölkerung, die dieselbe Information zum selben Zeitpunkt überall empfängt und aufnimmt und verarbeitet, wenn sie nicht gerade um Mitternacht sich schon zum Schlafen gelegt haben. Also wir sind in einer neuen Weltordnung, in der wir auch als Europäer unseren Platz finden müssen, in der Absicht, das europäische Schicksal gemeinsam zu gestalten. Und da muss man einfach wissen, dass Europa eben nicht endet an der Ostgrenze Polens. Es gibt ja Leute, die dann von Polen als Osteuropa sprechen. Nein, Polen ist, wenn Sie so wollen, Mitteleuropa und an der polnischen Ostgrenze beginnt Osteuropa und nicht Westasien, was man bei manchen, wenn sie darüber reden, den Eindruck haben muss. Also es geht darum, dass wir
unsere Position als Europäer bestimmen. Dafür gab es eine Vorgabe. Das war die Schlussakte von Helsinki aus dem Jahr 1975. Ein einmaliges Werk der internationalen Demokratie und ihrer Zusammenarbeit, weil es gelang, alle Staaten in diesem Raum von der Westküste der USA bis zur östlichen Grenze Russlands, also von Vancouver bis Vladivostok, auf gleiche Wertvorstellungen zu vermitteln. Nicht der Katalog in der Menschenrechte und des Schutzes der Menschenwürde in dieser allgemeinen Gültigkeit, die Möglichkeit, das zu überprüfen, ob das eingehalten wird, durch Überprüfungskonferenzen. Alles das waren ja Fortschritte, die da erreicht wurden, die aber auch zeigten, das geht über Europa hinaus. Denn für uns war die Teilnahme an dieser Konferenz nur möglich geworden, nachdem die damals sowjetische Seite bereit war, dass auch die Vereinigten Staaten von Amerika, unser wichtigster Partner und Verbündeter, teilnehmen konnten und natürlich auch Kanada. Das heißt also, wir leben heute in dieser Weltordnung, in der wir nun unser Europa gestalten müssen, und da entspricht das Verhältnis der EU-Staaten zu den anderen nicht, und auch innerhalb der Europäischen Union muss ich feststellen, dass zunehmend Stimmen einer Renationalisierung unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen erhoben werden. Hier kommt es darauf an, dass die Stimmen der europäischen Verantwortung zur Geltung kommen. Und diese europäische Verantwortung ist keine teilbare, sondern eine unteilbare Verantwortung. Und deshalb halte ich es für notwendig, dass wir alle, die wir damals die Charta von Paris unterzeichnet haben, also damals vor 25 Jahren, auf dieser Grundlage weitergehen sollten. Da hat sich vieles geändert, darüber muss man reden, aber der Grundgedanke eines gemeinsamen, also einer gemeinsamen geschaffenen und auch akzeptierten und respektierten Ordnung ist absolut richtig. Aber haben wir nicht gerade an der Ukraine-Krise im letzten Winter bis ins Frühjahr hinein, und sie dauert ja an, auch wenn sie jetzt aus dem Blickfeld ein wenig verschwunden ist, haben wir da nicht gerade gemerkt, wie labil die Situation doch noch ist und wie schnell sie in eine gefährliche Situation übergehen kann, wie schnell auch dieses zunächst freundliche Verhältnis zwischen Ost und West sich sehr schnell abkühlen kann. Sie beschreiben die Situation absolut zutreffend und auch nicht übertreibend. Das zeigt die ganze Größe und Schwere des Problems, zeigt aber auch die Notwendigkeit zu handeln. Wir sind in einer Situation, in der wir die Dinge nicht laufen lassen dürfen, sondern in der wir erkennen müssen, dass wir A, als Europäer, ob wir im westlichen Teil leben oder im östlichen Teil, ein gemeinsames Schicksal haben, untrennbar miteinander verbunden, und auf der anderen Seite auch zu erkennen, dass auch Europa für die neu entstehende Weltordnung eine große Verantwortung trägt. Es gibt Probleme, die wir international nicht lösen können, ohne die Mitwirkung Russlands. Gehen Sie zurück an die Zeit gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, als man die Vereinten Nationen entworfen und schließlich gegründet hat. Da war man sich einig, wenige Mächte müssen Vetomächte sein, dass die also gegen jede Entscheidung ein Nein sagen können. Das waren natürlich Russland mit dabei und China, Frankreich, England und die Vereinigten Staaten von Amerika. Nein, ich glaube, dass wir erkennen müssen, dass wir nur durch Kooperation dazu kommen können und nicht durch Konfrontation die aufkommenden Probleme zu lösen. Nehmen Sie sich ein lange anhaltendes Streitobjekt, die Frage der atomaren Möglichkeiten des Iran. Über Jahre hat man darüber geschritten, und am Ende ist es möglich geworden, ein Abkommen zustande zu bringen. Am Ende, sage ich. Aber das bedeutet auch, unter Mitwirkung Chinas
unter Mitwirkung Russlands. Russland hätte leicht eine Verständigung verhindern können. Es hätte gar nicht brutal Nein sagen müssen, sonst hätte die Verhandlungen erschweren können. Das heißt, es geht, und das müssen wir jetzt in allen Feldern unternehmen und versuchen. Wenn wir nochmal auf Ukraine zurückkommen, beziehungsweise auf diese Verbindung zwischen Ukraine und der Pariser Charta. Es ist ja nach 1989, nach den Verhandlungen zwischen Ost und West immer wieder die Frage aufgekommen, wie weit breitet sich denn sozusagen zum Beispiel auch so ein Bündnis wie die NATO aus? Angeblich soll es ja immer Vereinbarungen gegeben haben. Sie haben ja mit dem damaligen Außenminister Baker der USA gesprochen, auch über diese Dinge Vereinbarungen gegeben, dass man sich quasi zurückhält. Weil natürlich bei den Politikern es klar war, wenn man zu nah an Russland heranrückt, dann wird das Reaktionen zeitigen. Die hat es gezeitigt, auch im Falle von der Ukraine. Ist nicht da auch die Sensibilität der Russen überstrapaziert worden? Also um es noch einmal zu sagen, und das mit Gorbatschow. Es hat nie eine Zusage gegeben, nicht zu erweitern. Dass das ein Problem werden könnte, wurde schrittweise offenkundig. Denn ich muss offen sagen, an dem Abend im September 1990, als wir in Moskau den 2+4-Vertrag über deutsche Vereinigung unterschrieben haben, ist niemand davon ausgegangen, dass sehr bald die Sowjetunion zerfallen sein wird. Dass also Probleme dieser Art aufkommen. Damals war der Warschauer Pakt eine politische Realität und er nahm Stellung, er war zusammen. Natürlich spürten wir, wie die Staaten zu mehr Unabhängigkeit strebten, ich meine die anderen Mitgliedstaaten als die Sowjetunion. Aber Sie haben recht. Es ist ganz sicher in der Art, wie auch man ja über diese Fragen geredet hat, auch über das Verhältnis zu Russland, über die Bedeutung Russlands in einer Weise gehandelt worden, die man nicht als verantwortlich bezeichnen kann. Wenn ein Staatsoberhaupt eines westlichen Staates noch dazu das Wichtigste von Russland als von einer Regionalmacht spricht, dann ist das im Grunde inakzeptabel, weil es ganz unnötige emotionale Entwicklungen in Gang setzt und im Grunde natürlich auch die Frage aufwirft, denkt er es so oder ist es ihm eigentlich nur fast herausgerutscht, aber kann so etwas herausrutschen. Ist die Perspektive gerade auch bei der Ukraine-Krise eine zu sehr amerikanische Perspektive, eine zu wenig auf die besondere Mentalität, Empfindlichkeit auch der Russen ausgerichtete Perspektive gewesen? Wäre da nicht Europa auch noch wichtiger gewesen als sozusagen Brücke zu Russland? Ich meine, Hollande und Merkel sind beim Minsker Abkommen mit Putin zusammengekommen. Das war ja das entscheidende Abkommen zunächst mal. Muss da Europa nicht eine stärkere Brückenfunktion haben? Die Amerikaner verstehen ja offenbar hin und wieder mal die Mentalität der Russen falsch oder nicht so richtig. Also es ist so, dass ich schon glaube, dass die Bundesregierung und zunehmend zusammen mit Frankreich in diesem Sinne agiert, wie sie das tun. Das ist auch wichtig, weil einfach das Eingehen auf die Empfindung meines Nachbarn von entscheidender Bedeutung für mein eigenes Wohlbefinden ist. Und man kann nicht sagen, dass ein solches Verhalten zu den Vorzügen der deutschen Politik zu allen Zeiten gehört hätte, sondern eher im Gegenteil. Aber niemand ist ja daran gehindert, aus seinen eigenen Erfahrungen zu lernen. Und deshalb ist auch die deutsche Politik der Zurückhaltung und der Verantwortung nach meiner Überzeugung wichtig und richtig. Wir sind nicht der Lehrmeister Europas, wir sind nicht der Lehrmeister der Welt, aber wir sind ein Land, das in Europa eine erhebliche Verantwortung trägt. Unsere Verantwortung ist eine Verantwortung des größten Landes mit den meisten Nachbarn innerhalb der Europäischen Union.
Und das bedeutet Verantwortung für das Wohlergehen auch unserer Nachbarn. Wissen Sie, es gibt jetzt in der Diskussion natürlich, wir müssen so viel zahlen, alles, das meiste davon stimmt nicht. Aber eins muss man wissen, es würde Deutschland auf Dauer nicht gut gehen, wenn es allen seinen Nachbarn auf Dauer schlecht gehen würde. Das heißt, in der neuen Weltordnung, in der neuen Weltnachbarschaftsordnung, muss das Interesse am Wohlergehen anderer dem Interesse am eigenen Wohlergehen entsprechen. Das ist eine kooperative Weltordnung und nicht eine konfrontative. Das heißt, wir wollen nicht anderen etwas aufzwingen, sondern mit anderen einen gemeinsamen Nenner finden. Und das gilt dann auch für solche Fragen wie für die Ukraine. Aber welche Bedeutung hat dann eine persönliche Beziehung zu einem Gesprächs- und Verhandlungspartner? Gerade wenn wir jetzt die Jahre 1989-90 ansehen, es gibt unendlich viele persönliche Begegnungen von Ihnen oder von dem ehemaligen Bundeskanzler Kohl mit Gesprächspartnern, ob mit Gorbatschow, ob mit Bush, ob mit Baker. Wie viel Mitterrand Bedeutung? Nicht zu vergessen. Bitte? Mitterrand nicht zu vergessen. Ganz wichtig, gerade in dem Verhältnis zwischen Kohl und Mitterrand. Und mit der polnischen Führung auch. Aber ist die persönliche Beziehung, ist dieser persönliche Draht, den man da entwickeln muss, ist das etwas gewesen, was vor allen Dingen auch Ihre Verhandlungsführung ausgezeichnet hat? Gegensätze können Sie durch persönliche Beziehungen nicht aufheben. Aber Gegensätze aufzulösen, kann dann leichter werden, wenn beide Seiten keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihres Gegenüber haben. Das ist das Entscheidende. Oft wird unterschätzt, wird gesagt, diplomatisch hat er das und das gesagt. So als ob diplomatisch eine Formel wäre, für um die Sache herumreden, damit es nicht weh tut. Nein, im Gegenteil. Ich habe mir manchmal gewünscht, dass bei mancher Auseinandersetzung doch eine öffentliche Zuschaltung stattgefunden hätte, damit dieses Wort diplomatisch dann eine neue Bedeutung bekommt. Nein, man muss aufrichtig und klar sein. Ich habe nie einen Zweifel daran gelassen, dass mein Ziel ist, die deutsche Einheit herzustellen. Als ich das erste Mal bei Gorbatschow war, war das am Anfang des Gesprächs, hat das schon gestanden. Und ein früherer amerikanischer Außenminister hat in seinen Memoiren geschrieben, als ich sein Zimmer verließ, der war zum ersten Mal nach seiner Ernennung nach Bonn gekommen, als ich sein Zimmer verließ, war mir eins klar: Wenn ich mich je gegen die deutsche Vereinigung aussprechen würde, würde ich einen Todfeind haben. Der Mann hat das richtig verstanden. Das war Baker? Nein, es war ein anderer. Okay. Aber diese persönliche Beziehung, diese Glaubwürdigkeit, diese Offenheit, diese ehrliche Art, die Sie beschreiben, war das letztendlich auch eines der wirklichen Verbindungsmöglichkeiten in Zeiten der Wiedervereinigung und auch des stärkeren Zusammenrückens zwischen Ost und West? Und was ist damit heute? Wir sehen heute große Konferenzen, wir sehen heute einen enormen Aufwand nach außen hin und trotzdem fragt man sich, ist die Substanz der Gespräche noch die, die es früher war? Die großen Konferenzen werden sie immer brauchen und in einer Weltgesellschaft ohnehin. Großen Konferenzen hat es ja auch gegeben, erfolglose und erfolgreiche. Der KSZE-Prozess war eine kühne, neue diplomatische Initiative, eine Riesenkonferenz mit großem Erfolg und großer Wirkung bis heute, von vielen unterschätzt, von manchen auch nicht gemocht, weil sie in ihrer Grundanlage, nämlich den Partner ernst zu nehmen, von vielen nicht verstanden und akzeptiert wurde. Das ist also kein Kriterium, aber wichtig ist schon, dass das persönliche Vertrauen hergestellt wird. Das können Sie nicht erzwingen. Ich habe immer versucht, wenn ich auf jemanden stieß, der eine Meinung vertrat, insbesondere zur deutschen Frage, wo ich mir gesagt habe, wie ist sowas möglich, in dieser Zeit so zu denken. Und dann habe ich versucht herauszufinden, warum ist er so? Ist das eine charakterliche Frage? Ist das eine Frage seiner Erziehung?
steht er unter bestimmten Machtverhältnissen, die ihm keine andere eigene Meinung erlauben. Also das gehört dazu, weil man dann doch von der Seite, deswegen, ich will Ihnen ein Beispiel nehmen, in der Vorbereitung der 2+4 Verhandlungen hatte ich mehrere Begegnungen mit dem sowjetischen Außenminister Eduard Schewardnadze, den ich als einen sehr einfühlsamen Mann kennengelernt habe und mit dem ich schon ein gutes Verhältnis entwickelt hatte. Und da hatten wir ein Treffen in Münster, weil ich ihm eine deutsche Stadt zeigen wollte, die fast total zerstört gewesen war, auch zu zeigen, wie der Wiederaufbau bei uns gelungen war. Und dann hat er mich eingeladen nach Brest. Als ich das sah, Brest, habe ich gedacht, wie kann ein so einfühlsamer Mann Brest vorschlagen? Denn in Brest war 1939 das Zusammentreffen der Roten Armee und der Wehrmacht bei dem Überfall auf Polen, erst von uns aus dem Westen und dann von der Sowjetunion aus dem Osten. Und dann habe ich meine Mitarbeiter gebeten, nachzudenken, was führt denn dazu? Und dann haben wir verstanden, dass am 23. Juni 1941, am zweiten Tag des Überfalls der Wehrmacht auf die Sowjetunion, der Bruder von Schewardnadze in Brest gefallen war. Er stand zu Hause unter der Kritik seiner orthodoxen Leute, er sei mir gegenüber zu nachgiebig, er sei auch gar nicht Soldat gewesen, was ungerecht war, weil er gar nicht alt genug war. Und er komme aus Georgien, das ja gar nicht von den Deutschen besetzt war. Er kenne gar nicht, was die Deutschen sind. Und da wollte er seinem Volk zeigen, ich treffe mich am Grab meines Bruders. Meine Familie hat ein Blutopfer im großen Vaterländischen Krieg erbracht. An einem solchen Ereignis treffe ich mich mit dem deutschen Außenminister, der hier mit mir zusammen Blumen niederlegt. Das habe ich verstanden und ich wusste, wie das in Polen, die diesen Hintergrund nicht kannten, verstanden werden musste. Und rief deshalb am Abend den polnischen Außenminister Skubiczewski an und sagte, sitzen Sie? Und da sagte er, ja, ich sage, Sie müssen doch bald sitzen bleiben, sonst fallen Sie um. Der Schewardnadze hat mich nach Brest eingeladen. Die Antwort war, um Gottes Willen. Ich sage, habe ich auch gedacht. Und jetzt erzähle ich Ihnen, was ist. Und da Sie auch daran interessiert sind, dass Schewardnadze bleibt bei seiner Haltung zu der Einheit Europas, sollten Sie mit den Chefredakteuren in Warschau reden, dass es nicht eine Kampagne dagegen gibt, sondern dass Sie erkennen, was es für diesen Mann bedeutet, für seine politische Durchsetzungsfähigkeit, das zu zeigen. Das heißt, Sie dürfen auch Menschen, Einzelpersonen, Völkern nicht zu viel zumuten. Auch das gehört in der Politik mit dazu. Wird das bei Putin gemacht? Wird zu wenig auf diese besondere Lage, zum Beispiel in Russland, Bezug genommen, auf das Gefühl, Sie haben eben beschrieben, die Aussage von Obama, eine Regionalmacht, wird da zu unsensibel mit der besonderen Mentalität umgegangen? Die Russen sind ein sehr geschichtsträchtiges Volk. Sie werden auch immer wieder bewusst hören, es gibt vor 100, vor 200, vor 300 Jahren die und die Entwicklung, auf die wir uns berufen. Ist da zu wenig Sensibilität in der Politik, darauf einzugehen? Könnte man da nicht eine bessere Basis finden? Wissen Sie, ich gehöre zu denen, die den amerikanischen Präsidenten besonders schätzen. Das begrüßt, dass er damals gewählt wurde. Und das gilt auch heute noch. Und ich weiß, dass manche Entscheidung, die ich mir anders vorgestellt hätte, gar nicht seine Entscheidung war, sondern die anderer Kräfte. Ändert nichts daran, dass das sicher eine Erklärung war, die auch heute nicht ein zweites Mal tun würde. Das muss man dazu sagen. Aber es ist natürlich so, dass doch vielleicht im Westen nicht voll erkannt worden ist, dass die Zustimmung der Sowjetunion zur deutschen Vereinigung die eine Sache war. Die hielt man für selbstverständlich, die Zeit war reif. Aber es geschah ja viel mehr. Es wurde ja nicht nur dazu sozusagen die Kriegsbeute herausgegeben
in der Form von Ostdeutschland, des östlichen Teil Deutschlands, sondern der Warschauer Pakt löste sich auf. Die entstehenden Staaten wandten sich der Europäischen Gemeinschaft und Union zu. Ja, die Sowjetunion löste sich auf. Teile der Sowjetunion wurden selbstständige Staaten, nämlich alles außerhalb Russlands. Das war etwas, was für die russische Führung sicher schwer zu verkraften war. Und das verlangte natürlich auch einen sensiblen Umgang in allen politischen Fragen. Aber ich meine, es ist ja nicht sehr weiterführend, den Blick nur zurückzurichten. Natürlich muss man immer auch die Vergangenheit im Auge haben, wenn man die Zukunft richtig gestalten will. Aber jetzt geht es darum, wie können wir aus der jetzigen Situation, die keine dauerhafte sein darf, weil sie dann sich nicht besser, sondern eher anders entwickeln könnte, herauskommen, indem wir in einer neuen Weise auf Russland zugehen. Und das halte ich allerdings für wichtig und halte ich für eine wichtige Aufgabe auch der Europäer. Wenn wir nochmal zurückgucken, 25 Jahre Charta von Paris, wir haben jetzt eine Art von Katalysator für all diese Unterschiede, für die Bruchkanten in Europa, nämlich den Flüchtlingsstrom, ja, der nach Europa kommt. Ja. Wie müssen wir da jetzt mit umgehen? Es gibt Länder, die trennen sich ja förmlich schon von der Charta, die sie jetzt mit damals entworfen haben, indem man nämlich von Humanität, von Solidarität sich ausschließt in Europa. Ja. Das ist ja eine ganz gefährliche Entwicklung. Wie muss man denn damit im Augenblick umgehen und wie ist die Perspektive davon? Sie geben da eine Beschreibung, die nicht nur schlecht ist für das Ost-West-Verhältnis, sondern auch für die innere Befindlichkeit der Europäischen Union. Denn auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union halten sich ja in keiner Weise für kompetent, den Begriff der Humanität als einen globalen Begriff, sondern als einen regionalen zu betreiben. Wir liegen hier weit weg, was haben wir damit zu tun? Das kann nicht gehen. Das heißt, dass die Staatenwelt, auch die europäische, in einen Lernprozess eingetreten ist, wie im Zeitpunkt der Globalisierung das friedliche Zusammenleben sichergestellt werden kann. Das heißt, das europäische Haus darf nicht, wenn Sie so wollen, mehr verwinkelt und abgetrennt sein als die entstehende globale Weltordnung der offenen Türen, sondern auch das europäische Haus muss sich verstehen als ein Haus der Solidarität und der Grundwertevorstellung, wie sie für uns in Europa seit langem für wichtig gehalten und für unabänderbar gehalten werden und wie sie unser Grundgesetz mit der wunderbaren Feststellung von der Würde des Menschen auch festlegt. Welche Rolle kommt da Deutschland zu im Augenblick? Ich glaube, dass Deutschland nach allem, was war, auch in der deutschen Geschichte, die beste Rolle in der des guten Beispiels finden könnte. Herr Genscher, vielen Dank für das Gespräch.